Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie nochmal herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute vorstellen darf, wie wir Kompetenzmanagement von morgen bei Siemens Healthcare CV umgesetzt haben. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als mein Management vor circa 2 Jahren war das jetzt, zu mir gekommen ist und sagte: Herr Denkowski, Ihre Aufgabe ist es, Siemens Healthcare CV als den bevorzugten Entwicklungs- und Fertigungspartner in der In-vitro-Diagnostik zu etablieren. Da habe ich mir gedacht, das klingt nach einer sehr, sehr spannenden, super coolen Aufgabe. Ich glaube, das möchte ich gerne machen. Als ich dann nochmal darüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, wie ist das eigentlich? Bekomme ich dann auch so etwas wie eine Glaskugel, um in die Zukunft blicken zu schauen? Weil wie sonst lässt sich ein Geschäftsaufbau strukturiert managen, ohne eigene Erfahrungen und ohne eigene Kompetenzen im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Und wie man Kompetenzmanagement bei Healthcare CV mithilfe des Kompetenzmodells von Frau Professorin Anzengruber auch strukturiert umsetzen kann, möchte ich Ihnen heute in meinem Vortrag am Beispiel der In-vitro-Diagnostik zeigen. Ich werde Ihnen erstmal einen kurzen Überblick geben, wer ist eigentlich Siemens Healthcare CV? Möchte dann eine ganz grobe und kurze Einführung geben in die In-vitro-Diagnostik, Ihnen dann darstellen, wie wir Kompetenzmanagement von morgen dann bei Healthcare CV umgesetzt haben und mit einer Zusammenfassung das Ganze abschließen. Hier sehen Sie einen groben Überblick über Siemens Healthcare und im Wesentlichen sehen Sie hier die drei großen Divisionen, also einmal Imaging, einmal Clinical Products und einmal Diagnostics. Im Bereich Imaging and Therapy, also in dieser Division, finden Sie die, ich denke, sehr bekannten Medizinprodukte von Siemens, wie zum Beispiel Computertomographen, Magnetresonanztomographen oder Angiosysteme, aber auch Molecular Imaging Systeme. Im Bereich der Clinical Products finden Sie Systeme wie zum Beispiel Ultraschall oder auch Röntgensysteme. Und im Bereich Diagnostics finden Sie In-vitro-Diagnostiksysteme, über die ich später auch sprechen werde. CV steht hierbei für Components and Vacuum Technology, ist Teil der Division Clinical Products, hat aber die zentrale Aufgabe, Synergien zwischen diesen Divisionen herzustellen, Plattformen zu schaffen und ist im Prinzip ein interner bevorzugter Partner von den Divisionen. CV selbst hat ungefähr 3000 Mitarbeiter weltweit. Also wir haben Standorte weltweit verteilt in Europa, USA, Asien und weitere, wie zum Beispiel Indien. Einen Standort möchte ich dabei kurz hervorheben, das ist der Standort in Chemnat, in der Oberpfalz, nicht hier in der Nähe. Der Standort in Chemnat ist deswegen interessant, zum einen, weil ich dort arbeite und zum anderen, weil es fast kein Produkt, kein Medizinprodukt gibt von Siemens, in dem nicht mindestens eine Komponente oder ein Subsystem aus Chemnat kommt. Das bedeutet, in Chemnat entwickelt oder gefertigt wurde. Also ich denke nicht, dass das wirklich bekannt ist, aber ich finde, das ist eine ganz spannende Sache. Components and Vacuum Technology ist also der begehrteste Partner der Siemens Healthcare Divisionen, aber auch des externen medizinischen Weltmarktes für eben Komponenten und ausgewählte Dienstleistungen. Und das heißt, was für uns besonders wichtig ist, unsere Kunden erhalten eben innovative und vor allem Workflow-orientierte Komponenten für die medizinischen Geräte, eben klar in bester Kostenposition und Qualität. Das ist natürlich das, was wir uns vornehmen. Was ist nun In-vitro-Diagnostik? Die In-vitro-Diagnostik testet Blut- und Gewebeproben von Menschen außerhalb des menschlichen Körpers in einem Glas, also in vitro. In der In-vitro-Diagnostik sind vor allem zwei, sage ich mal, Bereiche besonders relevant und wichtig. Das eine sind die IVD-Verbrauchsmaterialien. Verbrauchsmaterialien können Sie sich so vorstellen, um diese Tests durchzuführen zu können, sind Reagenzien, sind chemische Stoffe besonders wichtig, um eben Krankheiten identifizieren zu können. Aber es geht hier auch um andere Verbrauchsmaterialien, wie zum Beispiel hier sogenannte Küvetten oder auch andere Plastikteile, die man hierzu eben braucht. Das andere, was hier besonders wichtig ist, und das ist auch der Fokus von
Siemens Healthcare CV, sind die IVD-Instrumente. Und diese IVD-Instrumente ermöglichen eben die Durchführung dieser Tests. Ich habe Ihnen zwei Beispiele hier mitgebracht. Das eine ist das Advia Centaur XP. Mit diesem Instrument kann man vor allem Immunokrankheiten identifizieren und testen. Und das andere Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, ist das sogenannte Walkaway Plus 96, das vor allem in der Mikrobiologie eingesetzt wird. Diese IVD-Instrumente zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie ein komplexes Zusammenspiel haben aus Mechatronik, aus Fluidik, Optik, Biotechnologie und Thermomanagement. Das ist also die Komplexität, die sich hier ergibt, sowohl bei der Entwicklung von solchen Instrumenten als auch dann in der Fertigung. Einen ganz kurzen Einblick in den In-vitro-Diagnostik-Markt. Typisch für den IVD-Markt sind drei Segmente. Das eine Segment ist das sogenannte Central Lab. Das können Sie sich so vorstellen, dass es kleinere oder große zentrale Labore gibt. In diesen zentralen Laboren gibt es dann eine Menge an diesen In-vitro-Diagnostik-Instrumenten und die sind teilweise dann auch über Automatisierungsstraßen miteinander verknüpft. Und was man hier typischerweise macht in diesem Central Lab sind Chemie- und Immunochemietests. Chemietests können Sie sich vorstellen, beispielsweise ein Drogentest, um Drogen nachzuweisen bei einem Menschen. Immunochemie sind typischerweise Immunkrankheiten, wie zum Beispiel HIV, die man eben testen und nachweisen kann. Ein Beispiel aus der Gerinnung oder auch Hämostase genannt ist, wenn Sie sich in den Arm schneiden und eine Schnittwunde haben, dann hat der menschliche Körper die tolle Eigenschaft, dass er Gerinnungsfaktoren hat und diese Stelle eben gerinnen lässt, sodass die Blutung aufhört. Leider haben nicht alle Menschen diese Eigenschaft oder haben da eine Erkrankung und diese Erkrankungen kann man eben im Bereich der Hämostase messen oder nachweisen. Ein ganz wichtiger Bereich ist auch die Mikrobiologie. Hier geht es vor allem darum, Bakterien zu identifizieren und auch die Resistenz von Antibiotika gegenüber Bakterien festzulegen und zu bestimmen. Das ist also der Bereich Central Lab, der hier wichtig ist im IVD-Markt. Ein anderer Bereich, etwas kleiner, ist Point of Care. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man die Tests nicht in einem zentralen Labor durchführt, sondern vor Ort, also am Ort des Geschehens. Das können zum Beispiel Unfallorte sein oder auch Operationssäle, wo man dann typischerweise Urinanalysen durchführt, Blutgasanalysen, Diabetes oder kardiale Tests durchführt. Und der letzte Bereich ist die Molekulardiagnostik, die heute noch einen eher kleineren Teil darstellt, der aber aus meiner Sicht oder auch aus unserer Sicht in der Zukunft eine sehr, sehr große Relevanz haben wird. Also hier geht es dann wirklich in den Bereich der DNA-Analysen. Kommen wir nun zurück zu meiner Aufgabe. Mein Management hat mir nicht nur die Aufgabe gegeben, ein neues Geschäftsfeld bei Siemens Healthcare CV aufzubauen, sondern hat mir dazu auch einen sehr, sehr sportlichen Zeitrahmen gegeben. Also was hier die Anforderung oder der Rahmen war, waren 2 Jahre. Ja, und 2 Jahre, um ein neues Geschäftsfeld aufzubauen, in dem man selbst noch keine Erfahrung hat, ist schwierig. Also ich hätte jetzt getippt, normalerweise braucht man dafür eher 4 oder 5 Jahre. Glücklicherweise habe ich jetzt nicht ganz bei Null anfangen müssen, sondern konnte auf die bestehenden Kompetenzen und Erfahrungen eben von Healthcare CV in Chemna zurückgreifen. Aber dennoch war das Ziel, in 2014 soll Healthcare CV IVD-Instrumente produzieren und dann relativ bald danach auch entwickeln. Und die Herausforderungen, die sich damit für mich ergeben haben, waren natürlich Einführung neuer IVD-Produkte, Technologien und Prozesse bei CV innerhalb von 2 Jahren. Nicht, dass das nicht schwer genug wäre, ist es auch so, dass das Know-how über In-vitro-Diagnostik selbst bei Siemens noch gar nicht so lange vorherrscht. Also Siemens hat ja da mehrere Akquisitionen getätigt von Bayer, DPC und Date Behring. Das heißt, diese Kompetenz ist erst seit 7 oder 8 Jahren überhaupt bei Siemens zu finden und dann auch noch global verteilt. Ja, also ein Teil in Deutschland, aber viele andere Teile zum Beispiel in den USA. Und wie ich schon erwähnt habe, IVD-Erfahrungen bei Healthcare
CV waren im Prinzip noch gar nicht vorhanden. Und um das Ganze nochmal ein wenig zu verschärfen, gibt es auch kaum niedergeschriebenes Wissen oder schon gar nicht niedergeschriebene Erfahrungen zum Thema IVD und IVD-Instrumente. Und die spannende Frage war dann, wie baut man jetzt hier globale Entwicklungs- und Fertigungsteams auf und wie managt man eben diesen Geschäftsaufbau? Und den Ansatz, den wir hier eben gewählt haben, wie ich schon gesagt habe, ist das strategische Kompetenzmanagement von der Frau Professorin Ansengruber. Und ich möchte Ihnen nun zeigen, wie wir das bei Healthcare CV umgesetzt haben. Ausgangspunkt gemäß Kompetenzmodell ist die strategische Ausrichtung. Und hierbei möchte ich einige Punkte nennen, die ich oder wir jetzt hier explizit umgesetzt haben. Das Ganze beginnt natürlich mit einer Technologie-Roadmap, die absolut notwendig ist, um das Thema Technologie für sich erstmal zu definieren und für die Zukunft auch festzulegen. Dann, die Frage kam, glaube ich, vorhin auch schon auf, welche Rolle spielt denn eigentlich dann das Management bei dieser ganzen Geschichte? Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, die ich jetzt hier gemacht habe, eine ganz, ganz zentrale. Aus meiner Sicht war es absolut notwendig, eine Top-Management-Attention herzustellen und das ganz klar zu einer Management-Aufgabe zu machen. Das ist nichts, was man in einem Unternehmen nebenher machen kann, sondern das ist etwas, was man ganz explizit definieren und auch steuern muss. Und wir haben hier zum Beispiel auch Steering-Committees mit dem Top-Management etabliert, um dem Ganzen die Bedeutung zu geben und auch regelmäßig diese Themen anzuschauen, wo gibt es Roadblocks, was kann man hier noch tun. Dann ist ganz klar, Business-Entscheidung wurde getroffen, eine Strategie, klare Strategie wurde festgelegt, das Ganze wurde budgetiert, der Geschäftsaufbau wurde festgelegt und auch das Kompetenzmanagement wurde ganz klar in diesen Plan mit reingenommen. Und letztlich war es dann so, dass wir für diesen ganzen Geschäftsaufbau dann auch ein Projekt aufgesetzt haben, also dem Ganzen eine zentrale Bedeutung gegeben haben. Gemäß dem Kompetenzmodell folgt dann als nächstes die Festlegung von Kompetenzzielen und auch die Durchführung einer Analyse. Und die Frau Professorin Ansengruber hat es auch vorhin schon erwähnt, also sich selbst hier Ziele zu setzen und zu sagen, was ist für mich wichtig, was ist für die Gruppe wichtig, was ist für die individuelle Ebene wichtig, war hier ein zentraler Punkt. Begonnen und die Basis von dem Ganzen war eine IVD-Kompetenz-Landkarte, die erstmal ganz prinzipiell dargestellt hat und aufgelistet hat, welche Kompetenzen brauche ich denn eigentlich alles oder gibt es eigentlich alles in Summe, um In-vitro-Diagnostik-Instrumente zu entwickeln und zu fertigen. Und das war aus meiner Sicht ein zentraler Punkt und für mich eine Riesenhilfe, um zu sagen, gut, und was ist denn jetzt eigentlich alles relevant? Was benötige ich oder was benötigen wir an IVD-Kompetenzen in unserer Organisation, um dieses Geschäft eben stemmen zu können? Entschuldigung, das können Sie hier an dieser Stelle sehen. Das heißt, man hat hier die benötigten IVD-Kompetenzen für die Organisation definiert und gesagt, okay, diese Themen sind für uns wichtig. Und auf Basis dieser Auswahl an Kompetenzen haben wir dann eine kurzfristige und mittelfristige Evaluierung auf Ebene, auf Level der Mitarbeiter, der individuellen Mitarbeiter durchgeführt. Kurzfristig bedeutet 2013 und mittelfristig 2018. Was wollen wir bis 2018 an Kompetenzen haben? Das bedeutet, welche Kompetenzen sind heute auch bereits vorhanden und wo haben wir explizit noch Lücken? Also diese Transparenz zu schaffen und auch diese Sichtweise herzustellen, war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um eben diese Lücken auch wirklich zu verstehen und zu identifizieren, wie gesagt, auf Ebene der einzelnen Mitarbeiter. Und der Schritt, der danach folgte, war dann die Kompetenzen auf Ebene der Organisation noch einmal zu analysieren und da noch mal zu verstehen, jetzt für die Gruppe, für die Organisation, welche Füllstände haben wir heute schon, welche Lücken haben wir, die sich heute schon zeigen und vor allem für die Zukunft, was bedeutet das für uns. Und diese beiden Ebenen und diese beiden unterschiedlichen Perspektiven lassen sich dann zu einer gemeinsamen Sichtweise verbinden und das war dann die wichtige Basis, um entsprechend Kompetenzmaßnahmen
abzuleiten. Also das heißt, wir haben dann gemeinsam Workshops durchgeführt, um eben Kompetenzmaßnahmen zu entwickeln auf Basis verschiedener Kriterien der Kompetenzen selbst. Ich möchte es gerne an dem Beispiel der Fluidik ein wenig erläutern. Fluidik habe ich ja vorhin schon mal erwähnt als ganz wichtige Technologie innerhalb der IVD-Instrumente. Warum ist das so kompliziert bei der Fluidik? Die Fluidik können Sie sich vorstellen, Sie nehmen eine menschliche Probe, zum Beispiel Blut, und dieses Blut wird dann erstmal in das Instrument eingebracht und im Instrument dann über komplizierte Verfahren mit Reagenzien, chemischen Stoffen und teilweise auch Säuren zusammengeführt. Das bedeutet, dass Schläuche, Verschlauchungen oder ähnliches im Instrument dazu ausgelegt sein müssen, dass sie diese Säuren und diese Kombinationen an Flüssigkeiten auch wirklich vertragen. Und wenn man das nicht tut und da quasi Schläuche beschädigt werden, dann ist das ein Riesenproblem. Ein zweites Beispiel, warum das sehr, sehr kompliziert ist, ist, dass hier in diesen Verschlauchungssystemen in der Fluidik Blasen bilden können. Und das ist etwas, was dann die Ergebnisse verfälschen würde. Und das, sage ich mal, größte Problem, das man hätte, ist ein sogenannter Carry-Over-Effekt. Das bedeutet, wenn man einen Test mit einem Patienten durchgeführt hat und dann Tests mit einem nächsten Patienten durchgeführt werden, dann muss natürlich vermieden werden, dass das Ergebnis des ersten Patienten beim nächsten quasi rauskommt. Und das ist kompliziert und das ist etwas, da braucht man Erfahrung für. Das kann man nicht von heute auf morgen machen, indem man jetzt beispielsweise ein Training aufsetzt, indem man eine Weiterbildungsmaßnahme aufsetzt, sondern das muss man über Erfahrungen mitkriegen. Und Sie sehen das jetzt an diesem an dieser Kompetenz Fluidic Systems, dass wir da genau diese Beschreibung oder diese Einstufung gemacht haben. Also das Thema Fluidic Systems ist für uns vom Typ PACE. Das heißt, es ist eine Kompetenz, die wir heute noch nicht im Unternehmen haben oder noch sehr wenig ausgeprägt ist. Wir haben klar gemerkt, es ist etwas, was sehr erfahrungsbasiert ist. Und wir haben dann ein Beispiel hier für 2018 festgelegt, welche Kompetenzen brauchen wir für 2018. Also beispielsweise brauchen wir hier Beginner, brauchen wir hier Experten oder was stellen wir uns für 2018 eigentlich vor? Also stark erfahrungsgetriebene Kompetenz und diese unterschiedlichen Sichtweisen, die wir jetzt auf dieses Thema und auf diese Kompetenz selbst eingenommen haben, hat uns jetzt wahnsinnig geholfen, um dann ganz konkret Kompetenzmaßnahmen und entsprechend Projekte abzuleiten. Und ein paar Beispiele möchte ich Ihnen hier nennen. Und das wurde vorhin auch schon mal diskutiert. Aus meiner Erfahrung jetzt das Wichtigste war, dass wir Praxisprojekte aufgesetzt haben. Das heißt, wir haben die Menschen in Projekte eingebracht, in crossfunktionale Teams, also das heißt Entwicklung, Fertigung, Einkauf und andere Funktionen, die eben notwendig sind, um diese Projekte zu stemmen. Und in diesen Projekten haben die Menschen Erfahrungen gesammelt und das Ganze haben wir noch unterstützt durch zum Beispiel interne oder externe IVD-Experten. Ein weiterer Punkt, der hier sehr wichtig war, war die Einbindung von unserer zentralen Forschungsabteilung. Also da haben wir gesehen, hier gibt es Gruppen, hier gibt es Teams, die schon Erfahrungen haben. Und das haben wir natürlich genutzt, um das bei uns entsprechend aufzubauen. Ein nächster Punkt, der hier als Maßnahme extrem wichtig war, war die Einbindung von Universitäten und externen IVD-Dienstleistern und auch hier wieder ganz klar unter dem Motto, wo gibt es Erfahrungen, die wir nutzen können, weil erinnern Sie sich, ich hatte nur 2 Jahre Zeit, um das Ganze aufzubauen. Auch das Thema Delegationen, also das heißt wirklich Menschen zwischen den Organisationen auszutauschen, Menschen an die Orte zu bringen, wo die Erfahrungen vorliegen, wo die Kompetenzen vorliegen. In diesem Fall beispielsweise USA war ein wichtiges Thema, was wir hier umgesetzt haben. Und letztlich das Ganze in Tandems zu multiplizieren, also das bedeutet Erfahrungsträger mit noch nicht Erfahrungsträgern zusammenzubringen, um das Ganze dann voranzutreiben. Und das Ganze natürlich als letztes zu unterstützen mit Recruiting. Ja, ganz klar, Kompetenzen, die für uns strategisch sind oder waren,
haben wir auch durch Recruiting, also durch geeignete Kandidaten oder Kandidatinnen mit ins Unternehmen eingebunden. Ich komme damit zur Zusammenfassung. Was ist das Resultat? Ja, ich muss wirklich sagen, wir haben mithilfe des strategischen Kompetenzmanagements von Frau Professorin Anzengruber die uns definierten Ziele tatsächlich übertroffen. Also wir haben in den 2 Jahren nicht nur die Ziele geschafft, die wir uns vorgenommen haben oder die uns vorgegeben wurden, sondern wir haben das Ganze übertroffen. Zum einen, was den Umsatz angeht. Also wir haben hier mehr als 20% Umsatzsteigerung bei Healthcare CV erzielt. Und zum anderen haben wir auch zusätzliche IBD-Instrumente bei Healthcare CV eingeführt, zunächst in die Fertigung, dann aber auch, und das ist eine ganz tolle Geschichte, auf Basis der gewonnenen Erfahrungen haben wir es geschafft, auch ein sehr großes Entwicklungsprojekt zu gewinnen. Ja. Und an diesem Entwicklungsprojekt arbeiten jetzt mehr als 40 Mitarbeiter, also ist für uns eine ganz tolle Geschichte. Das heißt, das strategische Kompetenzmanagement ist nun bei uns erfolgreich institutionalisiert und wir haben auch ein kollektives Mindset tatsächlich bei uns etabliert. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ja, ich denke, jetzt stehen wir für Fragen zur Verfügung.